Na, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Fuchs und Zicklein zocken Valheim. Wir sitzen bereits im Schiff, denn wir hatten ja gesagt, dass wir, wenn wir alles vorbereitet haben soweit, eine kleine Tour machen, um in den Sumpf zu fahren. Das haben wir jetzt vor. Ihr seht es übrigens von der Entfernung hier nochmal. Ich zeige es nochmal. Das Zicklein hat wirklich rundherum jetzt überall die Pieke angebracht. War eine ganz schöne Arbeit. Mhm. Ist hier noch ein paar Mal im Dunkelwald gewesen und hat sich Holz geholt. Und dann auch ein paar von den Bäumen, die hier vorne standen, mitgeerntet. Aber das sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und wir hatten auch schon einen kleinen Testlauf. Einige Sumpfmonster haben uns besucht. Andersrum? Ja, ich will drehen. Ja, so, das wäre in die Richtung nicht gegangen. Okay, alles klar. Ich sag nichts. Ich halte lieber die Schnauze. Beim Sägen, beim Fahren darf man sie nicht stören. Solltest du nicht. Jo, wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Ihr seht es im Back. So ein paar Heiltränke sind nicht viele, aber wenigstens was. Und Waffen haben wir so gutes gegen aufgerüstet. Das habt ihr ja gesehen in der letzten Folge. Oder in der vorletzten. Ist auch egal. Auf jeden Fall habt ihr das gesehen. Ich glaube, das war die vorletzte. Und natürlich Gegengift und Essen auch in genügende Mengen, hoffen wir mal. Aber jetzt ist sowieso erstmal angesagt, dass wir hinkommen zum Sumpf. Dann wollen wir dort natürlich eine kleine Base einrichten, aber nur eine ganz kleine. Ich hatte ja schon angefangen an der Stelle. Entschuldigung, dass ich schon unterbreche, aber hattest du jetzt eigentlich das Portal in der Base zum Sumpf gebaut? Ja, natürlich. Okay. Das habe ich auch noch gemacht, nebenbei. Was ich alles so mache, nebenbei. Also es steht ein Portal in der Base separat für den Sumpf. Aber ich habe keine Nummer eingegeben. Gleich nochmal zurück. Ich habe keine Nummer. Oder fahre ich einfach an den Rand? Ich laufe dann schnell. Du hast nicht Sumpf benannt? Ja, doch, das Schild habe ich rangehängt. Aber ich habe das Portal nicht benannt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ich habe mir gedacht, hey, ich beschilder das schön, damit man das weiß, wo es hingeht. Hey, Vorsicht! Wow, da kannst du schon mal gleich eine Werkbank bauen. Das lohnt sich. Bin gleich wieder da. Kannst ja schon mal beidrehen. Und eine Möglichkeit so, dass ich vom nächsten Hügel aus raufhopsen kann. Ja, Zicklein wartet. Nicht, dass er ohne mich losfährt. Mhm. Was hat sie drauf? Hm. Ah nee, wenn du hier reinhopsen willst, muss ich mich anders drehen. Oh. Eigentlich ist es auch völlig egal, was wir da finden, ganz ehrlich, weil wir brauchen sowieso einen Rauk, es wächst der Innereien und ein paar Rezepte werden wir sicherlich wieder freischalten. Und wenn wir ganz großes Glück haben, wir haben natürlich den Kryptaschlüssel bei, also den moosbedeckten Schlüssel, damit wir dann auch in die Krypta reingehen können. Guck mal an, hier liegt auch noch Material rum. Hat sie wirklich schön gemacht hier, muss ich sagen. Also, ja, und es tut weh. Ja, das soll es ja auch nicht. So, was wollte ich jetzt eigentlich hier? Achso, genau, ich wollte das Portal benennen. Das sollte man schon tun. Da steht es, das zweite Portal. Und das muss natürlich einen Namen haben. So. Alter, wieder was. Wollen wir so machen. Da haben wir den Sumpf. Da fällt mir gerade ein. Nee, das wäre zu weit weg. Ich wollte gerade sagen, du kannst schon weiterfahren. Du holst mich dann an einem anderen Portal ab, aber das wäre auch Quatsch. Schwimme ich? Laufe ich? Ich laufe. Ja, das einzige Problem ist, wir haben unsere Waffen noch nicht so oft wirklich eingesetzt. Das heißt, die sind für uns von der Handhabung her noch etwas schwierig. Wir haben also noch nicht viele Skillpoints. Und da müssen wir mal gucken, dass wir dann da vielleicht erst noch ein paar Grauzwerge über den Haufen jagen. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann macht dir dein neues Spiel voll Spaß, ja. Das ist so schön. Nee. Bleib hier. Jeder Treffer zählt. So, ja, in den nächsten Folgen werden wir dann sehen, dass wir eben auf jeden Fall auch dann in Krypten reinkommen, denn wir wollen natürlich endlich mal Eisen abbauen. Damit wir die neuen Rezepte bekommen. Wir wissen ja gar nicht, was da alles bei ist. Da freuen wir uns schon ganz toll drauf. Und dann müssen wir mal gucken, was so auf uns wartet in Zukunft. Was ist das hier? Echt jetzt? Im Wasser? Das ist Frechheit. Ich komme. Du bist aber weit weg. Ja. Da kann ich nicht hinspringen, aber hinschwimmen kann ich. Muss ich bloß kurz warten, bis ich Ausdauer habe.
möchte ja nicht unterwegs. Ich mag die Wellen nicht. Echt? Soll ich denn sagen, ich versuche ins Boot zu kommen? Kleiner Feigling. So, bin da, dann lege ich los. Geht das Schiff noch einigermaßen? Ja. Gut. Ach, guck, es wird Nacht. Das ist aber ganz gut. Ich glaube, wenn wir ankommen, müsste es ungefähr Tag werden. Das wäre cool. Wenn wir denn ankommen. Wir wissen ja alle, wer am Steuer sitzt. So, ich muss mal Jassi, junge Frau. Wollen wir mal sehen. So, du weißt ja, was heute alles auf dem Plan steht, nicht? Am Autobahnfahrt, rückwärts einparken. Klar. Und immer schön an Stoppschildern anhalten. Natürlich. Kriegen wir alles hin. Vielleicht kriegst du ja dann endlich deinen Führerschein. Vielleicht kriegst du dann endlich dein Seepferdchen. Yay! Geht denn da schon wieder? Wartet. So, also unser Ziel ist hier, hier hinten, das kleine Stückchen war ja Sumpf. Ich habe ja nur mal ganz kurz durch die Bäume durchgelunzt. Und hier hatte ich ja schon eine kleine Base angefangen. Und dann hoffen wir natürlich, dass hier auch ein bisschen mehr Sumpf dran ist als das kleine bisschen. Und wir da auch eine Krypta finden. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann werden wir uns in den nächsten Tagen mit dem Schiff immer wieder aufmachen. Vielleicht können wir dann sogar mit zwei Schiffen mal sehen. Und werden dann hier alles natürlich abgrasen und gucken, wo man da so überall hin kann. Es gibt ja noch eine Menge mehr Gebiete, nicht bloß den Sumpf. Und das sind Gebiete, vor denen haben wir echt Angst. Mhm. Die sind echt nicht schön. Nicht richtig, da bin ich. Ja, ja, du bist richtig. Immer den Fluss hinauf. Da hoffe ich mal, dass unsere Gegengifttränke und so ausreichen. Ich weiß auch gar nicht, ob das sinnvoll ist, die schon zu nehmen, bevor man anfängt, oder? Nee, ich würde eher sagen, wenn du vergiftet bist. Ja, sie sind also nicht so, dass sie jetzt das Gift dann wegnehmen. Sie mindern einfach nur die Auswirkungen des Giftes. Okay. So viel weiß ich schon. Was steht denn da? Ja, das ist das, was ich meinte. Hast du es gesehen? Ja. Und das ist genau das, was ich meinte. Der erscheint ab und zu mal. Komm mal ein bisschen weiter weg vom Ufer, bitte. Ja, würde ich ja gern gerade. Ja, mach's doch. Dabei. Der erscheint einfach irgendwo und ich glaube, man muss ihn dann ganz schnell umhauen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was er bewirkt, dieser komische Geist. Aber jetzt hast du ihn auch mal gesehen, endlich. Es wurde ja auch Zeit. Irgend so eine komische Gestalt. Nachdem ich ihn schon 5-mal gesehen habe. Und ich hatte die Kamera sogar hingerichtet, gerade in dem Moment. Du auch? Ja. Schön. Das heißt, ihr werdet ihn auch zu sehen bekommen. Vielleicht wisst ihr ja, was es ist. Könnt ihr das mal reinschreiben. Dazu habe ich keine Infos gefunden. Aber habe ich das nur das Gefühl oder ist das Flussbett etwas flacher? Nee, ist nur dein Gefühl. Oh, wenigstens ist klar. Wenigstens ist kein Sturm. Ja, dann hättest du dich jetzt sofort ans Steuer setzen können. Okay. Bei Sturm fahre ich nicht, segel ich kein Boot. Nee, nee, nee. Das wird aufregend werden. Und es gibt noch so viele tolle Sachen zu entdecken in Valheim. Tot, tot, tot. Und nein, wir haben uns tatsächlich nicht spoilern lassen. Wir wissen das nur aus... das war ein Baum. Nur so als Info. Eine Kiefer, um genau zu sein. Mhm. Wir wissen das nur aus den Beschreibungen des Spiels selber. Die liest man sich natürlich durch. Ist klar. Und ja, also es wird noch ein sehr, sehr schönes, langes Let's Play werden. Das steht fest. Könntest du, es sei denn, wir gehen hier jedes Mal unter. Jedes Mal vor allem. Da müssen wir hin. Geradezu. Einfach direkt über den Ocean. Over the Ocean. Und Moment, ich gucke einfach mal in die Richtung. Ja, das passt schon. Komplett der Lieblingsteil bei dir, ne?
Seeschlangen sind dann dein... Na, Seeschlangen werden, also die kommen, glaube ich, in der Nähe vom Sumpf, wenn man da am Ozean ist irgendwie. Aber das werden wir sehen. Ja, wenn mal eine kommt, dann werde ich sie schon... Naja. Soll die Ordnung schicken. Oder aus dem Boot springen und gucken, was passiert. Du kannst ja auch deine Minimap kleiner machen, ne? Mit Komma und Punkt. Ach, echt? Ja, mit Komma cool. Machst du sie kleiner. Das ist ja cool, das macht die Sache ja gleich viel einfacher. Schwarz vor Lanz, wenn müssen wir. Siehst du das nämlich bei mir auf der Minimap die ganze Zeit? Oh. Dann muss ich meine Karte nämlich nicht aufnehmen. Ja, genau. Deswegen. Also siehst du ja jetzt da drüben schon das Land. Hm. Dunkelwald. Ich finde das einfach herrlich mit den Wellen. Nee, ich nicht. Also die Physik der Schiffe auf dem Meer und so haben sie echt toll gemacht. Die werden ja sogar weggedrückt. Ein Stück weit. Mhm. Also man muss wirklich gegensteuern so ein bisschen. Das ist toll. Aber ich habe ja schon oft gesagt, dass ich das Spiel einfach toll finde. Das wird er noch... Und noch länger wird er das erzählen. Ja, ja. Es hat wieder dieses Ark-Feeling von früher. Okay, du vergleichst Valheim jetzt mit Ark. Nein, nur mit dem Feeling, das man hatte. Also als Ark damals rauskam, war es einfach was völlig Neues, was völlig überraschend Tolles. Und wir haben da ja auch Wochen zugebracht, Monate zugebracht in dem Spiel. Er, nicht ich. Ja, ja. Also ich mit vielen anderen. Und es hat einfach immer wieder Spaß gemacht, egal wie oft man von vorne angefangen hat. So. Da. Guck mal, hier so viel Zinn vorkommen. Lecker Zinn. Ja, können wir jetzt aber nicht mitnehmen. Könnten schon, wollen nur nicht. Ist kein Platz in der Tasche. Dann müssen wir ja ganz dringend den Händler finden. Wir wollen eine Angel haben. Ich will endlich angeln. An meinem kleinen Teich im Garten. Ja. Ich glaube, dann setze ich mich die ganze Zeit nur noch hin und angel. Aber da sind keine Fische drin, ne? Ich weiß nicht, ob die Angel nur funktioniert, wenn Fisch da ist tatsächlich. Oder ob die Angel an sich funktioniert. Ansonsten setze ich mich draußen auf den Steg. Stimmt. Da sind ja Fische vorne bei uns. Das ist schon machbar. Nicht am Ufer bleiben, jetzt kannst du wieder gerade zufahren. Das ist direkt so, wie du jetzt bist. Wow. Deine Schuld. Nein, nicht meine Schuld. Du bist ja Steuermann. Du hast gesagt geradezu, so wie du jetzt bist. Das ist so geil. Ich bin schon zur Hälfte im Eimer. Deiner unglaublichen Fahrgünste. Nein, dank dem Wellengang. Ach, hör doch auf. Immer sind andere schuld. Ich bin schuld, die Wellen sind schuld. Du bist vor allem schuld. Natürlich bin ich vor allem schuld. Das ist ganz klar. Wo was soll ich denn sonst schuld sein? Ah, so, dann werden wir erstmal ein Portal aufschlagen da drüben. Ja, das ist das Erste, was wir machen, bevor wir irgendwas anderes machen. Genau, und dann brauchen wir nämlich keinen Ruhepunkt da extra hinsetzen. Denn da gab es so eine kleine Insel, so ein bisschen vorgelagerte Insel. Ich glaube, dass man da nicht so viel Angst haben muss, dass man ständig von irgendwelchen Typen angegriffen wird. Oder die das Portal kaputt schlagen. Ich hoffe es mal. Kannst du eine Fackel ausmachen? Ich bin noch der Fackelträger. Ich bin noch die Leuchtboje. Ja. Du bist eher die Heulboje. Nein. Ich frech werden. Sonst schmeiß ich über Boot. Sonst schmeiß ich über Boot. Oh Mann. Gleich sind wir da. Da hinten ist es. Alles um die Landzunge. Kannst ein bisschen weiter ans Ufer ruhig ranfahren. Linke Hand. Ja, sagt sie und fährt genau in die andere Richtung. Ja. Nee, eben nicht. Links blinken, rechts ausweichen, oder wie? Weiten siehst du schon einen großen Baum von dem vom Sumpf. So im Hintergrund. Ja. Die ohne Blätter. Davon gibt es übrigens noch größere in einem anderen Biom. Aber das haben wir uns noch nicht weiter angeguckt. Ich habe sie nur im Vorbeifahren mal gesehen. Weil das ist wohl noch gefährlicher.
Guck mal, da leuchtet sogar noch mein Feuerchen. Schön. Da haben wir auch eine kleine Schmiede. Also Schmiede nicht, aber eine kleine Werkbank. Schön. Und steht halb unter Wasser. Nix da halb unter Wasser. Ist das Feuer aus? Seltsamer Zufall. Ich wollte gerade sagen, mach ein bisschen Gas weg. Ey, drehst du mal andersrum? Andersrum. Warum? Weil du komplett falsch rumfährst. Du sollst da anlegen und nicht hier. Irgendwo am Popo der Welt. Ach, diese Frauen. Einparken ist echt nicht ihr Ding. Ja, jetzt kommst du nicht mehr runter vom Stein, wa? Was ist es jetzt? Hängen wir hier auf dem Stein fest. Nein. Super. Hängen wir nicht. So, und hier vorne springen wir gleich aus dem Boot, dass es ein bisschen noch im Wasser steht, damit die da nicht alle nicht dichter ranfahren. Sie ist gerade dichter rangefahren, seid mal ehrlich. Sie ist ein bisschen blind auch. So, rausspringen hier, los, zackig. So, dann steht das Boot nämlich wieder eins. Dann können wir das auch gleich mal reparieren, bevor es noch untergeht mit deinen Fahrkünsten. Wir fahren sogar noch nach, wenn wir gar nicht mehr fahren. Auf! Hör auf! Biegst du in den Popo? Oma, fehlt uns Holz da? Ja, ne? Ja. Oma, ein bisschen Holz. Aber du hast da sogar schon ein zweites Bett. Natürlich. Ich denke nämlich an dich. In jeder nur erdenklichen Situation. Hab meinen Spawnpunkt schon gesetzt. Du sollst deinen Spawnpunkt hier doch gar nicht setzen. Hüdelchen. Ist auch aber einfacher, wenn wir hier sterben. Ja, dann durchs Portal gehen könnte man trotzdem. Aber okay. Ja. Auch in Ordnung. So, dann hol doch schon mal die Sachen vom Schiff runter für das Portal. Wollte gerade sagen, hab ich gar keinen Platz für. Ernsthaft? Wie kann denn das sein? Wir sind hier doch hergefahren, um Sachen einzusammeln. Du hast keinen Platz mehr. Das war ein Witz. Ich krieg die Krise. Das war ein Witz. Ich krieg die Krise. Kann man nur die Krise kriegen. Beruhig dich. Da kann man nur die Krise kriegen. Wohin denn damit? Hier hinter. Autschen. Hier hinter. Stehen Flammen. Warte mal, ich mach mal hier so ein bisschen eben. Dutsch. Ich mach mal eben etwas eben. Dutsch. Ich möchte diesen Stein weg haben. Er steht mir weg. Er liegt mir weg. Und den da auch? Nee. So, hier so. Seitlich. Ja, hier so mit da. Mit der Öffnung zum Wasser. Zeig mal. Seh mal. Genau, mit der Öffnung zum Wasser. So ist schön. Das macht sie auch. Das hat sie aber fein gemacht. Dann gibt man Sumpf ein. Und dann haben wir unser Portal. Dann sollte auch eine Verbindung entstehen. Homebase. Heimat. Ach, wenn die armen alten Wikinger das nur so einfach gehabt hätten. Zack, Portal. Yay. Tja, wenn sie so eine gute Beziehung zu Odin gehabt hätten wie wir, dann wäre das alles kacke. Boah, jetzt aber. So, noch was einwerfen hier. Und die Ausdauer hat. Und dann lass uns mal gucken. Es ist nämlich gerade Tag geworden. Ich will die Zeit ausnutzen. Komm. Ja. Schmeiß noch mal ein Eigentür noch an. Boah, gerade geschafft. So, und hier hinter ist der Sumpf. Also hier war er zumindest vorhin noch, beim letzten Mal. Sei denn, sie haben den Sumpf abgepumpt. Nein, es sieht nicht so aus. Der Sumpf scheint noch an der sumpfigen Stelle zu sein. So, oh, da schießt schon was auf mich, glaube ich. Skelett. Siehst du es? Ja. Ich sehe nur Blutegel. Ja, so ein Plan, wissen wir. Ey, warte mal, ich hau mir mal jetzt schon mal so einen Giftschutztrank rein. Alter, das Skelett nervt, aber volle Suppe. Oh, noch ein Sterner. Bis Frechheit. Blups. Oh, Vorsicht. Giftschutztank schon drin? Ja. Gut, dann ist alles gut. Dann passiert dir nichts. Also nicht viel jedenfalls. Es macht zwar Schaden, aber nicht so viel. So. Da haben wir die ersten Gegner getötet. Können wir jetzt wieder nach Hause fahren? Oh, was ist denn das? Schlundegel-Trophäe. Davon gibt es auch Trophäen, wirklich? Ja, es gibt hier von allen Trophäen. Was hast du da? Schlundegel? Schlundegel, ja. Ja, das der ist halt ein Trauch. Ja, ich sehe ihn. Und ich bin immer noch vergiftet. Muss mal ganz kurz. Einer Trauch. Da fällt mir ein, ich habe so einen Heiltrank. Mal ausprobieren. Ist das ein Heiltrank? Ja, Tatsache. Coole Sache, das. Eitsch! Oh, ich sage, ich habe einen Heiltrank. Was macht sie? Mich mit dem Ding weiter anlegen. Kennst mich doch. Oh, das ist doch noch ein Stern. Sag ich doch. Nein, du hast einer gesagt. Ich habe dich gerecht. Und jetzt komm wieder ran hier. Zack ich. Ja.
Das dauert alles. Ein Platz im Inventar. Achso, ich habe wieder Knochen und Harz und so ein Zeugsbeine. Klar. So, jetzt aber. Soll ich die Hälzig auch mit looten? Was nein. Nein. Nicht? Oh, der scheint aber wirklich noch ein bisschen weiter nach hinten reinzugehen, der Sumpf. Das gefällt mir. Da freue ich mich. Ups, es hat schon wieder geblubbt hinter mir irgendwie. Das ist so ein bisschen Panikmache, glaube ich. So was? Bin jetzt mal frech. Steine, ich brauche Steine. Bring mal Steine mit. Da bin ich schon wieder da. Oh, das ging schnell. Irgendwie hier vorne hat die Steine hingeschmissen. Ein Stein, das reicht. Warum, was möchtest du denn damit? Ein Feuerchen bauen. Fach. Ein also, Traug. Ein Traug. Weil dann können wir es nämlich ganz schnell mal lecken. Und seitlich. Ich hab noch nichts gegessen. Dann hol dir mal was sind da. Hab ich gerade. Ach, ich hatte vergessen. Das braucht ja auch noch ein bisschen Schutz. Das Feuerchen. Ich kümmere mich erstmal um den Traug da. Hey du Lappen, schlag zu, komm. Zack, daneben. Jetzt bin ich dran. So. Ach, allein über die Innereien freue ich mich schon. Gibt's endlich wieder Würstchen. Hast du schon deinen Rundumschlag probiert? Zeig doch mal. Ja. Ganz gerade wieder nicht, weil du keine Ausdauer hast, richtig? Richtig. Du hast jetzt kein Gips. Achso, du hast bisher. Doch, doch. Ich hab'n eingeworfen vorher. Echt? Schon wieder? So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich hier schnell mal. Ein kleines Dach drüber zauber. Könnte man ja mal machen. Warum habe ich nicht genug Holz? Ach nee, keine Werkbank, das ist das Problem. Ist es. Komm schon. So. Warte mal, kann ich doch eigentlich auch einen Balken nehmen einfach. Soll auch gehen. Das sollte doch auch funktionieren. Habe ich nicht genug Holz? Verklickst. Ich glaube, die uralten Bäume, ich weiß gar nicht, was die geben. Müssten wir auch mal einfällen. Alte Rinde, glaube ich, ne? Ja. So, was geben die noch? Geben die auch normales Holz? Ja, die geben auch normales Holz. Yippie. Das ist toll. So. Auch ein Dach. Auch ein Dach über die Kopf. Oder über die Feuer. Und schon brennt das Feuerchen wieder. Es sieht das süß aus. Rechts und links noch ein Dach hin, da kann man es nicht runtersetzen. Ein. Verdammt. Ich weiß, es sieht total bescheuert aus, aber ich glaube, da waren Bogenschütze gerade. Genau, muss ich doch. Skelettbogenschütze. Du Schlingelchen. Also sogar zwei gleich. Schieß doch. Das war Nummer eins. Ja, das Schild macht sich echt bezahlt, wenn man so ein bisschen abwarten kann. Man muss halt nicht immer gleich draufhauen wie ein Wahnsinniger. Was bist du denn da? Sumpfegel. Aber wir schießen da schon wieder. Man sieht kaum die Skelette. Das ist der Hammer. Hier sind ganz viele von denen. Bist du denn? Ich bin wieder ein bisschen in Richtung Dunkelwald gewesen. Komme aber jetzt zurück zu unserem. Das ist schön, das Lager sieht man so schön. Die Entfernung. Ich bin mal gespannt, wie weit der Dunkelwald reingeht, wie der Sumpf reingeht. Also ich bin wieder voll mit Energy. Und mit einem anderen auch. So, Steine lasse ich hier. Harz lasse ich auch hier. Dann lass mal losziehen. Warte. Was denn? Danke. Weiß mir das ruhig für die Füße. Landet ja auch nur alles bei mir im Beck. So, das können wir dann ja später mitnehmen. Komm du. Versuch mal jetzt so, sagen wir mal so, etwa 5 Minuten lang nicht zu sterben. Das wäre cool. Mhm. Ich habe noch keinen Glibber gesehen. Ja, der wird wahrscheinlich aus diesen Plops kommen. Nee, der Glibber, ich habe den schon gesehen. Ah, da hinten ist ein Baum. Das sind so Bäume, da hängt der Glibber dran. Ah, okay. Ja. War es wieder ein Egel. Oh. Aber wenigstens habe ich noch.
Ja, die Blutsäcke brauchen wir ja auch, ne? Für was waren die nochmal? Für den Frostschutztrank? Könnte gut möglich sein. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, ich hab's nicht im Kopf. Ja, ich denke für den Frostschutztrank. Labba! Genau, aber was ich immer noch nicht sehe, ist eine... Kleversack. Kann man den aufmachen? Ja, naja, du kannst ihn abhauen halt, ne? Also mit der Axt. Zack, da hast du Glibber. Da kommt ein Blob. Gebloppt. Schlamm. Ja, soll schon vorgekommen sein, sowas. Was ist eigentlich das hier? Was denn? Ja, auch schon überlegt, aber da kann man nichts mit machen. Also man kann sie weder verwurschen noch abhauen. Kannst auch mit der Axt nicht abbauen. Spitzhacke auch nicht. Hm. Keine Ahnung. Nehmen wir mal an, das ist rein stylischer Natur. Das kriegt man aus dem Säcken Glibber kriegt man raus, ne? Und grüne Farbe, glaube ich, ne? Für die grünen. Ich habe, glaube ich, noch eine aufgenommen. Ja, hatte ich aufgenommen. Die so hole ich mir hier nicht. Mal gucken, wo wir hier weitergehen. Dass wir mal irgendwo so eine Krypta finden, das wäre doch mal cool, oder? Ja, wir haben hier so knapp 4 Minuten. Wir müssen ja auch nicht reingehen, wenn wir sie finden. Aber finden ist erstmal angesagt. Ja, verkehrt wäre es nicht. Aber das ist alles umringt hier von Dunkelwald. Das ist nicht wirklich groß, das Sümpflein. So wie es aussieht. Was war das schon wieder? Irgendwas hat geknurrt gerade. Ja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Also. Vielleicht finden wir ja noch was versuchen. Nee, hier geht es den Berg hoch und da. Ich glaube, da ist dann nachher auch schon Schluss. Ich versuche mal hochzulaufen. Was heißt, ich laufe mal hoch. Ist schon Dunkelwald. Ja, ja, ist klar. Aber manchmal ist es ja so, dass dahinter dann gleich nochmal Sumpf kommt. Oder so. Aber leider nein. Leider nein. Gut, dann hat sich der Ausflug nicht wirklich gelohnt. Also, was heißt nicht gelohnt? Aber es ist halt nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Willst du das Portal dann wieder abbauen? Das oder? Nehmen wir dann mit, ja, ja. Das nehmen wir dann. Ich habe hier noch ein paar Skelette gefunden. Ja, das ist schön. Und Draugs und Bogenschützen vor allem. Warte, ich komme so schnell ich kann. Bist du denn noch da? Nicht sterben, nicht schon wieder. Ich habe gar keine. So, ich war schon wieder im Wasser, deswegen. Hör doch mal auf, hier zu schießen. Was soll denn das? Flix, jetzt habe ich keine Ausdauer jetzt, um zurückzuschlagen. Immer ein bisschen weg. Ein bisschen Ausdauer sammeln. Komm her, Mr. Draug. Verdammt, jetzt hau ich in die Erde rein. Was soll das denn? Vielleicht tot. Wen dazu? Wie komme ich denn so der Ehre? Nein! Verflixt, habe ich doch gerade noch einen Halt angenommen. Das ist sehr ärgerlich. Na gut. Überlebst du? Ich tue mein Möglichstes. Ich versuche so schnell wie möglich wieder bei dir zu sein. Ah, Rübensamen! Rübensamen? Cool! Sehr geil! Super! Neues Rezept. So, gucken, funktioniert's? Kann ich gleich mal das Portal testen. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Es hat einen Halt angenommen. Die sind gut, ne? Ich habe meinen leider ein klein bisschen zu spät genommen, sonst hätte ich es vielleicht noch geschafft, aber was soll's. Solange du überlebst, ist alles gut. Lauf weg vor ihnen. Hör auf, dich ihnen gegenüberzustellen, ohne dass du Ausdauer hast. Es bringt nämlich gar nichts, habe ich festgestellt. Das ging mir jetzt eben auch schon so. Ich habe denselben Fehler gemacht, deswegen habe ich das gerade gesagt. Wo bist du denn? Ach so. Komm mal ab, du. Nixe. Das fehlt mir noch, von der Nixe getötet zu werden. Das wäre der Hammer. Aber ich habe ein viel größeres Problem. Hier sind nämlich nicht bloß Nixen unterwegs.
Ach ja, je. Naja, aber zumindest waren wir im Sumpf. Also so ein paar Sachen haben wir gesehen, ein paar Sachen haben wir gesammelt. Jetzt muss ich erstmal die Drauki loswerden. Kurzausflug in den Sumpf. Ja, wir haben gestorben, ist auch schön. Kann sich's nicht besser vorstellen. Nein, hau ab, du. Ich will jetzt nicht mit dir kämpfen. Du bist doof. Ich will jetzt nicht mit dir spielen. Du bist doof und stinkst. So, schnell was essen. Schnell was essen. Schnell was essen. Ach, ein Glück. Das ist immer schön, diese kurze Zeit, die man hat, nachdem man gestorben war. In der man praktisch unantastbar ist. Praktisch. Praktisch, ja. Naja, praktisch und theoretisch. Also theoretisch und praktisch, so. So, ich hab's dem Sterne drauf. Ich wollte gerade besorgt sagen, aber ich glaube, das wird gegeben. Genau. Ich habe dich gerecht. Wieder einmal. Danke, ich bring was mit. Nein! Wo denn? Wo bist du denn? Ach, da. Na, kommt her, Jungs. Ach, guck, dann dreht er um, oder was? Ernsthaft? Ja. Lol. Sehen Sie mich im Drehen um. Frechheit. Schwer keine Ausdauer. Ich hasse das. Zwischendurch mal. Ach, guck mal, das finde ich gut. Genau, ich hab du mit ihm, dann kann ich dich danach töten. Ein Schlag noch, komm. Oh, es war ja sogar. Haben wir es? Wir haben es. Bleib mal stehen, ich will dir die Rübensamen geben. Ja, das ist eine schöne Idee. Rübensamen. Rübensamen. Oh, wir können Rüben einsäen. Das machen wir gleich. Oder? Ja, wir können jetzt zurückgehen. Durchs Portal? Durchs Portal können wir. Ja, obwohl, wir könnten das Portal auch hier stehen lassen, ich weiß es nicht. Also mir ist es relativ, wir brauchen die Sachen jetzt nicht unbedingt wieder. Ist denn hier noch irgendwas, wo man jetzt sagt, ich meine, hier ist Dunkelwald viel, ne? Hier gibt es bestimmt ein paar Krypten, die habe ich hinten schon gesehen. Also nicht Krypten, sondern die, wo die Skelette drin sind. Mhm. Davon gibt es hier jede Menge, habe ich gesehen. Von daher würde ich sagen, können wir das Portal ruhig stehen lassen. Wo willst du lang? Ich wollte hier bloß mal so ein bisschen rumgucken noch. Hier oben ist, glaube ich, sogar schon... Kupfer gibt es hier auch jede Menge. Man könnte dann halt wieder abbauen und könnte mit dem Schiff herkommen, es abzuholen. Hm. Bärchen. Hau Bären. Kann ich gar nicht mitnehmen, oder? Nee, ich habe keinen Platz mehr. Ja, du hast es wirklich ausgedient. Hauzwerg. Was wir jetzt gleich noch machen werden, ist im Offscreen, ist uns gegenseitig ein bisschen verkloppen. Um den Skill für unsere Waffen ein bisschen hochzukriegen. Aber dieses Elend müsst ihr euch nicht ansehen. Nee. Und deswegen machen wir an der Stelle jetzt auch Feierabend. Nee, wir gehen jetzt erst noch durchs Portal. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wollt es noch schaffen, bevor ich anfange zu husten? Du hast es versaut. Ach jo. Wie du schon so viele Sachen versaut hast. Ja, hier sind übrigens auch jede Menge Steine, die können wir da wieder abbauen. Ja, wir müssen sowieso wieder her, weil wir das Schiff brauchen. Nee. Also werde ich jetzt schon mal das Schiff nach Hause steuern. Das hättest du auch offscreen machen können. Ja, das mache ich auch offscreen. Deswegen habe ich es ja gesagt, dass ich das jetzt machen werde. Nicht wahr? Ihr habt das auch alle verstanden, nur sie wieder nicht. Das ist so typisch. Hau ab, du Gräuling. So. Okay, an der Stelle, wie gesagt, wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Und wenn so ist, wisst ihr, was ihr machen könnt. Also, bis dann. Ciao.